Zu dem Häuschen kommen wir noch nicht. Oh, doch, guck mal, hier kommt man vielleicht. Da steht noch einer. Mitten im Bogen. Tapeten und Boden ist zu teuer. Okay. So schlimm? Ist jetzt das Projekt Umzug gescheitert deswegen oder wird es einfach nur eine günstigere Tapete? So, da drüben sind immer noch zwei. Und da ganz oben leuchtet doch irgendwas, oder? Oh, so viele Ecken. Spiel, ey. Gokans-Konfekt. Nur 220 für Tapeten, okay. Ich habe tatsächlich keine Vorstellung mehr, was Tapeten so gekostet haben früher. Ob das jetzt wirklich teuer ist oder nicht. Ist das für die ganze Wohnung? Ist das für einen Raum gewesen oder? Da waren irgendwie gerade noch drei. Wird, was war das? Ist ja einfach gut. Na komm, jawohl. Gerade etwas Angst bekommen. Die sind echt gut mit ihrem Blitzen, ne? Wow. Ah, schnell weg da. Komm, der ist doch schon hinne. Alter, diese Schocktypen. So, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Gar nicht. Erstmal Items sammeln. Meine Fresse, und knillst 300 Gold. Ich gratuliere dir dazu. Wen habe ich denn jetzt getriggert? Wölfies! Und natürlich ein Schock. Wo kam denn der Blitz jetzt her? Meine Güte. Hier war doch gerade noch einer. Was ist denn hier los, Leute? Ach, der versucht hier hochzuspringen und kriegt's nicht geschissen. Ei, ei, ei. Das ist mir hier gerade irgendwie zu heftig. So, jetzt weg mit dir. Ich fange irgendwie an, Panik zu schieben, wenn ich keine Heiltränke mehr habe. Meine Fresse, was ging hier gerade ab? Ist ja wohl mal der absolute Shit gewesen. Da hinten eine Statue. Ich hasse diesen Blitzangriff. Ja.
Alter. Echt nicht cool. Genau, Phoebe, du sagst es. Oh, da ist noch irgendwas. Ein Hühnchen. Und das Hühnchen hat's Level abgebracht. Geil. So, okay, lass uns hier hinten erstmal am Wasserfall gucken. Die sieht man gar nicht im Wasser. Die können auch Blitze werfen. Haben die gerade die Blitze geschossen? Was ist denn hier noch? Gut, da kommt man nicht hoch. Na komm, triff doch einfach mal. Hab's doch nicht. Oh, Hektik, Hektik pur. So. Ganze Wohnung, ein Raum, eine hübsche Restraufasertapete. Okay, Boden für Wohnzimmer und Flur kommt nochmal so 450 bis 500, Küche so. Ja. Okay. Teures Unterfangen. Aber wenn man es halt richtig schön haben will, muss man halt auch richtig Geld ausgeben, ne? Und wenn man erstmal drin wohnt und sagt, ja, mach ich später, das fässt man nie wieder an. Oh nee, ne? Oh nee, den machen wir nicht. Ich will erstmal, nee. Komm, wir gucken erstmal. Oh, da kommt man gar nicht ran. Schade. Den Mishimen-Krieger oder wie auch immer der da gerade heißt, machen wir später. Wir gucken hier erstmal und holen uns ein paar Tränke. 50.000 Materialwert. Devil, was hast du denn da gemacht? Tapeten aus Gold dran gekleistert oder? 50.000 ist ja schon ein bisschen heftig. So, guckt mal. Da drüben ist noch ein Palast. Hier drüben waren wir ja schon. Kann ich da einfach rüberspringen? Nee, ne? Das wird nicht klappen. Kommen wir vielleicht von der anderen Seite? Da drüben geht's auch noch nicht hin. Weiß ich noch nicht, wie wir da rüberkommen. Ah, da hinten. Man, da drüben waren wir ja gerade schon. Hier. 240 Quadratmeter. Ist schon eine kleine Prachtvilla denn, ne? Auch wenn es eine Wohnung ist. Von wo kam jetzt was? Nee, da möchte ich nicht rein. Vermutlich mit Parkett. Würde ich auch denken. Hallöchen. Ah, komm, komm wir nicht noch mit dem zweiten. Och Mann. Kleckere mich hier gerade nicht mit Ruhm. Aber wir leben noch. Oh. Parkett, Marmor und so ein Kram halt. Okay. Aber
Parkett, Marmor in der Wohnung. Ja gut, wenn es eine Eigentumswohnung ist, warum nicht, ja. So, guckt mal, hier hinten geht es auch weiter. Am Wasser vorbei. Aber hier geht es dann nicht weiter. Weiß nicht. Da unten kam mal her, ne? Nee, ich würde erstmal mich hier oben zu Ende umgucken wollen. Ich habe noch die Hoffnung, dass der mal wegguckt da. Tut er natürlich nicht. Oh, der war easy. Okay. Gerade ein bisschen die Hoffnung, dass hier eine Dings steht. Eine Statue, weil das so blau geleuchtet hat. Aber das sind einfach nur diese hellblauen Lampen. Ach, was ist denn hier los? Da hinten ist eine Statue. So viel Geld wie der. Okay, krass. Oh, wie viel stehen denn hier? Ah, gut, solange die den Bogen haben, kann man da noch viel mitmachen. Wenn die erstmal ihr Schwert rausgeholt haben, dann wird es schwierig für mich. So, hilf mir bitte, Brauner. Ach nee, komm, wir holen jetzt einfach die Statue erstmal. Komm, mach die alle, jawohl. Oh, ihr ollen Froschmännchen. Was ist denn verkehrt mit dir? Jawohl! Und der Blitz hat mich nicht getroffen, sehr geil. Oh, wir haben sie. Drachenquell-Sake. Eine Flasche voll kristallklaren Sake. Sake ist zum Teilen da. Einer der besten Sake, gebraut von Ashina Braumeister mit Wasser aus dem Drachenquell. Das reine Wasser extrahiert jeglichen Geschmack aus Ashinas bestem Reis. Worte werden dem Geschmack nicht gerecht, um ihn zu verstehen, muss man ihn probieren. Das war auch gerade wieder mehr Glück als Verstand. Aber so richtig. Kann man diese Tür hier öffnen? Nein. Aber dranlegen können wir uns. Puh. So, wenn ich jetzt raste, kommen die dann wieder? Ich habe die Vermutung. Hier gibt es noch Geld. Ah, guckt mal da drüben. Steht anscheinend noch der Blitzemeister von vorhin. Ah, der wirft mit elektrisch geladenen Hacky-Sacks. Eine Gebetsperle.
für den Hacky-Sack-Werfer. Ich glaube nicht, dass der wiederkommt. Mensch, krass, was gibt's denn hier alles? Da hinten steht auch noch einer. Was ist denn das für ein Riesenteich hier? Okay, da gehen wir jetzt aber wirklich runter, ne? Kann man da drüben? Kommen wir da noch hin? Ja, wahrscheinlich wirklich. Ah, da geht's dann zu dem Geisterkrieger. Ah, hier unten gibt's noch Wölfe. Die bewachen auch was. Dim, 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 dim. Leichter Geldbeutel. Genau, da hinten geht's dann auch noch weiter. Ich möchte jetzt aber tatsächlich erstmal ins Wasser. Beziehungsweise hier vorne mal noch einen kurzen Blick werfen. Boah, was hier alles noch los ist. Gut, immer rein hier in die Suppe. Oh, geht das tief. Oh, Schatzkarpfen. Und die hauen alle ab. Wo sind sie denn hin? Mist. Die ganzen Schatzkarpfen verpasst. Da ist noch einer. Komm her. Oh nein, der ist weg. Schade. Da ist noch einer. Schade, dass man sich hier im Wasser halt nicht anschleichen kann. So, was haben wir hier? Wertvoller Köder. Warte, da muss ich nochmal lesen. Den kannte ich noch nicht. Was ist denn das Erholungsamulett? Achso. Das haben wir von Emma bekommen. Gebetsperle, Ketten, wertvoller Köder. Den suchen wir. Er hat eine schleimige Textur und Auswüchse, die Hörnern gleichen. Genau die Art Köder, die der Meister liebt. Läute die Glocke und lege den Köder an. Welche Glocke jetzt? Wir haben viele Glocken. Oh, das gibt's doch nicht. Gib mir diesen Schatzkarpfen. Okay, wir tauchen nochmal runter. Da waren noch ein paar Items. Ja, die kommen neu, ne? Oh, die haben mich alle im Blick. Die sehen mich alle vorher. Denn hier los? Das Gegner? Ein Kopfloser? Oh Leute, ihr übertreibt ein bisschen, ne? Was ist das? Noch ein Kopfloser? Wow, 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 wow. Erstmal die Kiste. Eine Gebetsperle. Prinzipiell ganz cool. Oh, ich muss hier weg. Sag mal. Unter Wasser. Zwei Kopflose. Wie stellen die sich das denn vor? Guck mal, das Grauen geht doch gar nicht weg. Noch ein wertvoller Köder. Boah, krass. Noch ein Köder.
Da stehen da unten einfach mal zwei Kopflose. Oh, eine wunderschöne Pirouette hat er gedreht. Okay. Krass, ey. Das ist doch hier der Meister Fischer, wa? So, da gönnen wir uns erstmal eine Heilung. Entschuldigt, junger Mann. Guten Tag, gute Frau. Junger Mann, seid ihr zufällig auf dem Weg in den Palast? Ja. Falls ja, dann solltet ihr den Hintereingang nehmen. Er liegt unter Wasser, aber es gibt eine Höhle, die euch hinführt. Allerdings schläft dort auch der große Karpfen. Warum helft ihr mir? Die Tore des Palasts sind schon seit langer Zeit verschlossen. Ich muss mich um eine sehr wichtige Aufgabe kümmern, aber mein Körper macht es mir unmöglich. Könnt ihr die Tore des Palasts für mich öffnen, junger Mann? Er liegt unter Wasser. Aber eine Höhle führt. Und falls ihr den Palast bittet, ich habe eine Au. So, Palasttor aufmachen. Okay. Haben wir verstanden. Das ist aber echt angenehm, wenn man hier halt nicht mehr mit Blitzen beschossen wird. Ah, guck mal, da hinten ist noch was. Eine Höhle unter Wasser. Und da ist dann auch der riesige Karpfen. Da bin ich ja mal gespannt, was der zu bieten hat. Ein Keramiksplitter gibt's hier. Hier ist die Höhle. Oh, nee. Oh, guck mal, der Mond sieht ja geil aus. Das halbe Dorf hier versenkt. Oh, hier ist noch ganz viel Zeug. Eine Schatzkarpfenschuppe. Eine Schatzkarpfenschuppe. Und ratet mal, eine Schatzkarpfenschuppe. Und da sind auch noch ganz viele Schatzkarpfen. Ich muss sie nur erwischen. Jawohl, wir haben einen. Danke. Schön mit dem Messer voraus. So, und da sind wir wieder an der Statue. Ich weiß gar nicht, hatten wir uns vorhin den Teil hier hinten angeguckt? Nee, ne? Nämlich auch noch eine Schlange. Ah, guck mal weg. Gehen Sie weg. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Jawohl. Achso, das ist ganz am Anfang hier. Ach, da hätten wir komplett rumgehen können, ne? Wir hätten uns gar nicht durchschlagen müssen durch den ganzen Bau. Ah, das hätte der Blitzewerfer sicherlich verhindert. Aber theoretisch hätten wir hier rumschwimmen können. So, hätten wir hier einfach lang gehen können. Hier sind wir ja vorhin durch. Und dann hier. Und dann wären wir fertig gewesen. Na toll. Ach, schön. Adamantitschrott. Nehmen wir dankend mit. Und irgendwo hier drüben habe ich noch was leuchten sehen. Da. Aha, sagt er nur. Naja, aber so haben wir halt nochmal alles erkundet hier, ne? Das finde ich ja auch immer wichtig in diesem Spiel, dass man doch halt sich alles ansieht. Sonst läuft man ja halt auch an vielen Sachen vorbei. Also es sind ja nicht nur Gegner und Items, die man verpasst. Es sind ja so Zwischenbosse, Geschichten, NPCs. Jetzt schwimme ich hier schon wieder runter. Das war die Höhle, ne? Da unten stehen die beiden Kopflosen.
Was sagt's Geld? 3.800. Schatzkarpfenschuppe und Schatzkarpfenschuppe und schnell raus. Wie soll man das denn machen, ey? Die haben noch völlig eine Macke. Mit beiden Typen hier. Ach komm. Das war jetzt ein bisschen fies. Den hätten wir ruhig haben können. Gut, hier ist aber noch ein Item. Ein leichter Geldbeutel. Die Musik ist auch so herrlich, ne? Wenn man sich den beiden da nähert. Finde ich sehr, sehr gut getroffen. So, jetzt haben wir aber die Wahl. Entweder wir gehen über den Haupteingang in den Tempel rein. Was ist denn das da? Oh, so viele Sachen noch. So viele Sachen noch zu entdecken. Was würde ich jetzt sehen? Entweder wir gehen über den Haupteingang in den Tempel oder halt unten durch die Höhle. Und dann haben wir hinten noch diesen Chishimen-Krieger und diese komplette rechte Ecke haben wir noch offen. Aber erstmal nehmen wir hier die Knallsamen raus. Ich weiß nicht, warum wir die da drin haben. Dann benutzen wir mal unsere Heimkehrfigur. Zum maroden Tempel. Nee, ist eigentlich auch Quatsch. Will ich gar nicht hin. Möchte ich eigentlich gar nicht hin. Ich überlege gerade, es gibt ja drei Teile dieser Maske. Zwei können wir uns auf jeden Fall gerade schon holen. Lasst uns das mal machen. Und zwar ins Umland, Treppe, nee, hier in der Burg und da altes... Da, zum verlassenen Verlies. Da gibt es die erste Maske. Dann haben wir den Teil zumindest schon mal weg und können uns dann alles, was wir an Geld haben, für unsere Prothesen aufheben. So, ich würde gerne was verkaufen und zwar brauche ich einmal einen Tausender und noch 500. So, und dann hätte ich gerne dein Maskenfragment. So, schwarzes Schießpulver haben wir. Göttliches Konfetti haben wir 5 Stück. Würde ich jetzt nicht neu kaufen. Drachenblut, das können wir nochmal mitnehmen. Und Kügelchen gehen auch immer, oder? Nee, komm, Geldbeutel. Okay. Mögen die Verstorbenen. Ja, mögen die Verstorbenen in Frieden ruhen. Wir reisen dann auch nochmal ins Hirata-Anwesen und zwar, genau, zur Drachenquelle. Ja, Frauchen meckert schon wieder mit der Katze. Irgendwas ist da schon wieder los. So, und eigentlich einmal direkt ins Wasser gesprungen, da sterben wir wahrscheinlich. Guck mal, hier gibt es da auch Schatzkarpfen, oder? Hier sind wir auch noch gar nicht getaucht. Vielleicht gibt es hier auch noch was. Hier unten waren wir noch nicht. Oh, hier geht es gar nicht weiter. Die imaginäre Barriere. Nee, so viel gibt es ja nicht unter Wasser.